Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren actionreichen Folge Call of Duty Black Ops Cold War. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich dickes Dankeschön erstmal für das Feedback, für die Unterstützung, für die ganzen Likes, Bewertungen, Kommentare, Klicks. Hast du nicht gesehen. Also vielen Dank dafür. Wenn ihr weiterhin beim Gewinnspiel mitmachen wollt, zum einen bei meinem Partner Instagaming ist in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr ein Spiel eure Wahl gewinnen, Guthaben, was ihr so braucht. Gibt's natürlich auch alles günstig zu kaufen. Das Gewinnspiel von mir für euch. Einfach dieses Video positiv bewerten, euren Instagram- oder Discord-Namen reinposten und dann nehmt ihr teil. Und Freunde, ja, mir ist was aufgefallen. Ich habe das Spiel gedownloadet. Ja. Erst habe ich es mir auf der CD gekauft, ja, PlayStation 5 CD-Version. Dann ging das am ersten Tag ja nicht. Dann habe ich einen Key bekommen, also einen Spiele-Download-Key von Activision selbst. Also danke dafür erstmal. Das war ein PlayStation 4-Key mit kostenlosem Upgrade auf die PlayStation 5. Ich habe es auf der PlayStation 5 runtergeladen und dachte, alles klar, Spiel ist bereit, jetzt kann's losgehen. Wir haben die ganze Zeit die PlayStation 4-Version gespielt. Das heißt, es müsste jetzt besser aussehen. Und ich habe mich schon gewundert. Ich habe es gar nicht gecheckt. Sims, Bell, ja, es sieht besser aus. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus. Ah, richtiger Fail, Alter. Richtiger Fail. Bring das Geschütz zum Laufen, bevor das kann ja niemand ahnen, Junge. Das kann ja niemand ahnen, Alter. Dass ich, wenn ich die Version, wo ja PlayStation 5 schon mit drin sein soll, als Upgrade, auf der PlayStation 5 runterlade, dass er erstmal nur die PlayStation 4 Version runtergeht. Ey, Junge. Scheiße. Aber jetzt soll das besser aussehen. Diese Wichser! Luftunterstützung! Das war eh sowieso. Ja, es sieht besser aus. Schnapp dir eine Waffe, halte sie uns vom Hals. Es war leider eh so ein Krampf, das Spiel zum Laufen zu bekommen. Yo. Alter, oh, scheiße. Gib mir Deckung. Sag mal, war eigentlich... Haben Sie uns übersehen? War eigentlich Soldat schon immer so einfach? Alter, ich stehe direkt vor denen und überlebe relativ viel, wa? Oder, Freunde? Gab's nicht den ein oder anderen Call of Duty Teil, wo auch schon Soldat schon teilweise schnell enden konnte? Ich glaube, das war gewollt, oder? Ja, das war gewollt. Bist du noch da? Klar bin ich noch da. Ob das wohl als Erfolg durchgeht, Sims? Wenigstens ging die Bombe nicht hoch. Viel wichtiger. Wir haben Infos über Perseus. Wir haben eine Mission. Es ist nicht vorbei. Noch lange nicht. Trophäe erhalten. Was man aber sagen muss, die alte Konsolenversion sieht trotzdem richtig gut aus noch, oder? Naja. Edler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie fast dekodiert. Irgendwas Nützliches dabei? Anscheinend ein paar Namen, mögliche Spuren. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Sie haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden sie es bald heraus. Das werden sie nicht zulassen, Hudson. Sagen sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. Tja, damit hat er noch nie ein Problem. Leider hat Hudson nicht mehr den gleichen Schauspieler wahrscheinlich. Synchronsprecher wie früher, oder? Das ist ein anderer, glaube ich. Wir sind mit der Analyse der Namen aus Da Nang fertig. Ja, ist das so? Einer sticht im Besonderen hervor. Anton Volkov. Ein russischer Waffenhändler mit Sitz in Ost-Berlin. Seine Verbindung zu Perseus hat uns ziemlich überrascht. Wir haben Befehl, Volkov gefangen zu nehmen oder zu töten. Wenn wir nicht an Perseus rankommen, dann eben an seine Leute. Wir schneiden ihm die Ressourcen ab, locken ihn aus seinem Versteck. Mason und Woods erledigen noch Angelegenheiten in Kiew. Also gehört Volkov uns.
Bereit machen. Wir rücken aus. Ja, ich bin bereit, Also, ich glaube, man merkt es gerade an den Gesichtern, Mann. Die sind echt gut gemacht. Die sind echt gut gemacht, Alter. So. Guck mal, diesmal springt der Fernseher nicht an. Kann man sich noch hier irgendwie umschauen? Irgendwie mit den Leuten labern nochmal? Sims, endlich können wir mit dir reden. Willst du mich unterhalten? Willst du frech werden oder was? Sieht aus, als hätte Vietnam nicht fertig gemacht. Machst du Scherze? Hatten wir das nicht eben schon? Mann, ich könnte jetzt so einiges sagen. Nein, vergiss es. Schon gut. Was weißt du über Volkov? Hab vor Jahren versucht, den Scheißkerl zu finden. Auf so einer affigen Konferenz in Italien. Allglatt. Wenn du ihn siehst, Lawrence Sims lässt grüßen. Oh, Business Call? Ja. Erst hier. Ja. Hey, du solltest da rangehen. Bezüge? Wieder ein Scheck geplatzt? Ich nehme das hier hinten. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es immer noch nicht gut, dass wir eine stumme Person spielen. Aber, was soll man machen? Hallo. Hallo. Warum habt ihr mich für dieses Team angefordert? Dachte, eine Vertreterin der Krone wäre genug. Schätze, jemand weiß, dass die Krone international, Alter, aussieht. Oder nicht? Bist du nicht mehr im Feldeinsatz? Nur wenn sie es mir verbieten. Diesmal bin ich Mädchen für alles. Was immer ihr braucht, ich besorge es euch. Meine Kontaktliste ist länger als die chinesische Mauer. Was Edler braucht, kann ich besorgen. Ohne Ausnahmen. Was wäre, wenn ich um einen Flammenwerfer bitten würde? Klar, kann ich beschaffen. Kein Problem. Was ist mit einem Gewehr ohne Rückstoß? Locker. Sollte nächste Woche da sein. Wie wäre es mit einem speziell angefertigten Angriffshelikopter mit Doppelrotor? Ah, clever. Aber das war eben kein Spaß. Ziemlich große Bitte. Aber gib mir genug Zeit und ich krieg das hin. Ich nehme alles. Okay. Und wie willst du das bezahlen? In der Regel stellt Edler hier die Schecks aus. Ich hoffe, du hast einen Koffer voll Geld. Ansonsten werde ich deinen Auftrag ignorieren. Danke. Komm wieder. Wo ist Edler jetzt hingegangen? Tja. Hä? Ist da nicht gerade jemand rausgelaufen? Ist Edler nicht da gerade rausgelaufen? Gut. Egal. Gute Arbeit mit dem Namen, Bell. Die sowjetischen Daten, die ich in Da Nang entdeckt habe, waren im Archiv? Wir archivieren alles. Die CIA ist wie meine Ex-Frau. Sie kann nichts wegwerfen. Man muss nur wissen, was in welchem Haufen vergraben ist und wie man drankommt, wenn man es braucht. Hast du Perseus jemals gesehen? Hab ich sein Gesicht gesehen? Nein. Wir haben nur dieses Foto an der Tafel. Ist über 20 Jahre alt. Flotter Kerl. Hoffe, er hat sich nicht gut gehalten. Worum ging es bei dem Anruf? Nur Langley, nichts Dramatisches. Wollten wissen, ob Park Lazar schon umgebracht hat. Das war's. Wir brechen bald auf. Ah, stimmt, ja, der andere Kollege. Vielleicht ist der rausgegangen. Die Daten, die du in Da Nang gefunden hast, sind Gold wert. Hast du in den Daten außer dem Namen noch etwas anderes gefunden? Sag du es mir. Nachdem wir sie ausgegraben hatten, brauchtest du 2 Stunden für die Entschlüsselung. Der Name Volkov schien dir besonders wichtig zu sein. Ich habe die ganzen Daten selbst entschlüsselt? Ja, also dass wir wahrscheinlich wieder so, wie nennt man das, manipuliert wurden, wie Mason damals. Ich glaube, das kann man jetzt schon lange erkennen, dass wir irgendwie auch ein bisschen durcheinander sind, sag ich mal. Und einfach nur programmiert wurden quasi. Ist alles in Ordnung, Bell? Das ist einer der Gründe, weshalb du im Team bist. Nicht einmal die besten Kryptografen der CIA konnten die Akte knacken. Du bist was Besonderes.
Aber vielleicht brauchst du mal eine Pause. Hast du früher schon mit Adler gearbeitet? Hab ich, aber nur kurz. Gemeinsame Interessen. Offen gesagt ist er nicht gerade der angenehmste Kollege. Was soll ich sonst noch über Adler wissen? Nicht mehr als nötig, das sage ich dir. Meide persönliche Fragen. Und was immer du tust, frag ihn niemals nach seiner Narbe. Woher hat Adler diese Narbe? Meinst du wirklich, ich würde dir das verraten? Ich denke, du willst mir von Adlers Narbe erzählen. Netter Versuch. Gibt's noch irgendwas über Anton Volkov? Geboren in Leningrad, reist niemals bei Tage. Er hat eine Schwäche für guten Scotch und antike Foltergeräte. Meine Heimat würde ihm gefallen. Ich glaube, ich möchte ihn persönlich rumführen. Gutes Gespräch. Sehr gerne. Danke. Alles klar. Ist der andere weg? Der andere ist tatsächlich abgehauen, ne? Na gut, okay. Nutze die Beweistafel. Nebenmission optional. Zusätzlich zu deiner nächsten Mission sind jetzt die optionalen Nebenmissionen Operation Roter Zirkus und Operation Chaos freigeschaltet und an der Beweistafel verfügbar. Kein Entkommen? Warte mal. Objekte eingesammelt. Ach, guck mal, da wird es doch beantwortet sogar. Nächste Mission, Riss in der Mauer. Neuer Hinweis. Beweise untersuchen. Eine blutige Akte. Gibt es hier verschiedene Enden oder was? Alex Mason, man spielt nur noch die... Was? Man spielt die nur noch in Nebenmissionen? Alter, das ist ja wohl frech. Denn der MI6 hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspüren, die in diverse europäische Regierungen eingeschleust wurden. Diese Agenten könnten strategisch positioniert sein, um einen größeren sowjetischen Plan für Europa zu realisieren. Vor kurzem haben wir bei einer Operation Informationen über die Struktur der Gruppe erlangt. Sie wird von drei nicht identifizierten Agenten geleitet. Ihr Betreuer ist der sowjetische Major Vadim Rudnik. Er wurde zuvor mit Perseus in Verbindung gebracht. Wir haben Rudniks Position und können vorgehen. Aber wenn wir nicht vorher seine drei leitenden Agenten identifizieren, riskieren wir, nicht alle eingeschleusten Agenten zu erwischen. Schau dir die Liste mit Verdächtigen hier an. Beweise, die du bei Missionen findest, helfen die drei Agenten zu identifizieren. Wir sollten rausfinden, wer sie sind, bevor wir gegen Rudnik vorgehen. Verdächtige ansehen. Na gut, okay, starten wir die Mission. Ich will auf jeden Fall mit Mason. Was ist hier los? Was? Vor dem Start der Mission musst du dich für drei Verdächtige entscheiden. Benutze das Menü Beweise untersuchen in der Operation Roter Zirkus, um Informationen zu sammeln. Markiere anschließend über das Menü Verdächtige ansehen deine drei Verdächtigen. Worauf, auf welcher Basis soll ich das denn machen, Alter? Wir haben doch gar keine Hinweise, wir haben doch gar keine Beweise, Alter. Also kann ich die doch noch nicht machen, weil ich werde wahrscheinlich die falsche Dings herhören. Ein Ex-CIA-Agent, Robert Eldridge, ist übergelaufen. Langley glaubt, dass das Arschloch mit Perseus zusammenarbeitet, um einen Spionagering auf US-Gebiet zu etablieren. Wir haben eine verschlüsselte Diskette von einem seiner Agenten, auf der vermutlich alles draufsteht, was wir über sein Netzwerk wissen müssen. Wir müssen nur rankommen. Wir wissen, wo Eldridge sich aufhält und könnten ihn jederzeit dingfest machen. Aber wenn wir nicht zuerst die Diskette knacken, bleibt sein Netzwerk womöglich intakt. Du könntest auf Missionen Infos finden, die uns helfen, den Code der Diskette zu knacken. Halte die Augen offen. Beweise untersuchen. Nicht einen einzigen haben wir. Wenn wir den Schutz auf der Diskette entschlüsseln, können wir vielleicht den gesamten Spionagering ausschalten. Darum brauchen wir dich. Zeig, was du kannst. Schade. Falsch. Ja, okay, gut. Ja, ich hab's verstanden. Danke. Kann ich die Mission denn trotzdem starten? Okay, gut, dann kann ich die Nebenmission nicht machen. Warum zeigt ihr mir die denn jetzt? Ja gut, dann gehen wir halt in die nächste Hauptmission. Was ein Quatsch, Alter. Was ein Quatsch gerade noch. Dann müssen wir wahrscheinlich wirklich erstmal hier auf diesen normalen Missionen irgendwelche Hinweise finden. Kann es aber auch sein, Freunde. Hier diese Objekte, wa? Diese Objekte, die man hier in den Missionen sammelt. Sind das die Beweise, die wir für diese Nebenmission brauchen? Wahrscheinlich, wa? Gut, schade. Dann spielen wir halt nicht mit Mason. Warum auch immer.
Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Ist ja geil, Alter. Das ist ja nice. Die alten Sitze sahen tatsächlich so aus. Es war genau dieses Muster, Alter. In den U-Bahn. Wir waren lange auf. Nicht schlecht, Alter. Er ist gerade aus Ost-Berlin. Tatsächlich, das ist genau das U-Bahn-Sitzpolster-Muster von damals. Gibt's teilweise immer noch. Obwohl, keine Ahnung, ich bin mit der Berliner U-Bahn seit ich meinen Führerschein habe nicht mehr gefahren. Also über 10 Jahre jetzt. Bringen wir beide ab. Park. Wie schön! Werbung, Activision! War das? Macht ihr, was? Bell und ich finden Kraus. Ihr seid doch, Alter! Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. War Adi das schon an Spider-Man vergeben, wa? Weil da machen die nämlich auch so kleine Schleichwerbung. Frechheit, Alter. Und wir zahlen noch dafür, dass wir uns Werbung angucken müssen. Sind wir hier bei EA oder was? Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschlagen. Ey, die sehen genauso. Ey, Alter, die haben sich echt Mühe gegeben. Krass. Krass, Mann. Es, genau das Gelb haben sie getroffen, das BVG-Gelb. Weinmeisterstraße. Schalten wir ihn lautlos aus. Vorsichtig. Okay. Schön langsam. Ich gehe zurück und wärme mich auf. Vorrück. Wann ist die nächste Patrouille? In 15 Minuten. Gut. Ich muss mich setzen. Verstärkung! War das gut, Edler? War super, oder? Laufen hier mit MP50 hier ja, damit. Ich soll wie immer vorgehen, ne? Na klar. Hey! Scheiße! Was ist hier los? Mir. Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden! Halt! Jetzt! Was zum... Hä? Ich hab doch auf den... Sehr gut. Machen wir hier sauber. Kleiner DDR-Soldat. Den hat's erwischt. Ja, Mist, Alter. Muss ich mich jetzt heftig umschauen oder was, damit ich diese ganzen Hinweise finde? Beziehungsweise diese Fundstücke. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Bin direkt hinter dir. Vorsicht, Scheinwerfer.
kunstvolle Möbel. Alter. Der Todesstreifen. Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Krass. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Franz Kraus! Verdammt! Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkow. Franz Krautsalat, Junge. Warum nicht so gleich? Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Der mit dem Aktenkoffer? Ach, da. Ja, ist er. Gute Arbeit. Das ist er. Das ist Kraus. Alter. Franz, Junge, Franz. Wie viele Bilder soll ich denn noch machen, Edler? Mir nach. Ja? Oh, der speichert schon wieder. Freunde, dann machen wir hier erstmal Schluss. Machen wir beim nächsten Mal direkt die Mission weiter. Wenn ihr genau wisst, wie das mit den Nebenmissionen abläuft, mit den Beweisen, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich gehe mal davon aus, dass es wirklich diese Fundstücke sind, wa? Diese Beweise gesammelt da, hier. Wahrscheinlich sammelt man nicht nur Beweise in diesen Hauptmissionen für die Hauptmission-Storyline, sondern wahrscheinlich für die Nebenmission auch, oder? Könnte ich mir vorstellen, ich weiß nicht. Naja, gut, bewerten, kommentieren nicht vergessen und Glocke aktivieren, Freunde, natürlich ist klar, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Haut rein, tschüss!